Kapitel 6 Höret doch, was der Herr sagt. Mach dich auf, führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Höret, ihr Berge, wie der Herr rechten will, und merket auf, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt Mose, Aaron und Miriam? Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete. Wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meine Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Des Herrn Stimme ruft über die Stadt, wer deinen Namen fürchtet, dem wird's gelingen. Höret, ihr Stämme und Ratsleute! Noch immer bleibt Unrecht gut in des gottlosen Hause und das verfluchte falsche Maß. Oder sollte ich unrechte Waage und falsche Gewichte im Beutel billigen? Ihre Reichen tun viel Unrecht, und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Halse. Darum will auch ich anfangen, dich zu plagen und dich um deiner Sünde willen wüst zu machen. Du sollst essen und doch nicht satt werden. Und was du beiseite schaffst, wirst du doch nicht retten. Und was du rettest, will ich doch dem Schwert preisgeben. Du sollst säen und nicht ernten. Du sollst Öl keltern und dich damit nicht salben, und Wein keltern und ihn nicht trinken. Denn du hieltest dich an die Weisungen Omris und alle Werke des Hauses Ahab und folgtest ihrem Rat. Darum will ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner, dass man sie auspfeifen soll, und ihr sollt die Schmach meines Volks tragen.